Fünfter Teil des ersten Kapitels. Die nächste günstige Situation nach dem Krimkriege bot unserer Politik der italienische Krieg. Ich glaube freilich nicht, dass der König Wilhelm schon 1859 geneigt gewesen sein würde, in plötzlicher Entschließung den Abstand zu überschreiten, welcher seine damalige Politik von derjenigen trennte, die später zur Herstellung des Deutschen Reichs geführt hat. Wenn man die damalige Stellung nach dem Maßstabe beurteilt, welchen die Haltung des auswärtigen Ministers von Schleinitz in dem demnächstigen Abschluss des Garantievertrages von Teplitz mit Österreich und in der Weigerung der Anerkennung Italiens bezeichnet, so kann man mit Recht bezweifeln, ob es damals möglich gewesen sein würde, den Regenten zu einer Politik zu bewegen, welche die Verwendung der preußischen Kriegsmacht von Konzessionen in der deutschen Bundespolitik abhängig gemacht hätte. Die Situation wurde nicht unter dem Gesichtspunkte einer vorwärtsstrebenden preußischen Politik betrachtet, sondern in dem gewohnheitsmäßigen Bestreben, sich dem Beifall der deutschen Fürsten, des Kaisers von Österreich und zugleich der deutschen Presse zu erwerben, in dem unklaren Bemühen um einen idealen Tugendpreis für Hingebung an Deutschland, ohne irgendeine klare Ansicht über die Gestalt des Zieles, die Richtung, in der und die Mittel, durch welche es zu suchen wäre.